Mozilla WebMaker bietet mit den X-Ray Goggles ein wirklich tolles Tool, um einerseits HTML besser zu verstehen, andererseits aber auch wirklich, um Websites zu manipulieren und damit eben auch herauszufinden, wie einfach letztlich eine Website aufgebaut ist. Leider ist es im Moment nur noch auf Englisch verfügbar. Du findest hier eine Anleitung, damit es dir leichter fällt, mache ich es dir in diesem Lernfilm gleich vor. Zunächst einmal wirst du aufgefordert, diese Adresse hier zu kopieren. Sie ist schon markiert. Mit einem Rechtsklick wählst du Kopieren und jetzt ist sie in der Zwischenablage. Als nächstes aktivieren wir die X-Ray Goggles. Das ist also diese Brille, diese Röntgenbrille, und du siehst, es ist nun ein neues Menü hier drüben erschienen, und immer wenn ich so über die Seite hinweg fahre, werden die Elemente farbig markiert. Und genau das brauchen wir nämlich. Jetzt geht es darum, dieses Bild zu ersetzen. Indem ich darüber fahre, wird es markiert. Wenn ich darauf klicke, wird mir der Codeschnipsel für dieses Bild angezeigt. Du musst natürlich nicht HTML wirklich verstehen, aber du siehst, IMG, da wird angedeutet, dass es sich um ein Image, also um ein Bild handelt. Und unter anderem steht da SRC für Source oder eben Quelle. Und da steht, wo dieses Bild liegt. Wir überfahren das jetzt und mit Rechtsklick einfügen ersetzen wir diese Adresse durch jene, die wir vorhin kopiert haben. Du siehst, das Bild ist schon ersetzt in der Vorschau. Mit Save Changes wird diese Manipulation in diese Website übernommen. Nun, das ist nur für dich sichtbar im Moment. Du bräuchtest einen Account, um diese Seite zu veröffentlichen. Mit Publish kannst du einen Login anlegen und dann eben diese Adresse weitergeben an Freunde, die dann Detektivarbeit leisten können und selber herausfinden müssen, was du effektiv geändert hast. Wenn du nun mit beliebigen weiteren Seiten dieses Experiment durchführen möchtest, so packst du dieses Element hier, diesen Rahmen, diesen gelben, und ziehst ihn einfach in die Lesezeichenleiste. Und in Zukunft steht ja nun diese Funktion für jede beliebige Seite zur Verfügung. Schauen wir das gleich an. Ich habe hier einen Sportbericht vom Schweizerischen Radio und Fernsehen, und hier möchte ich den Text ändern und das Bild anpassen. Mit einem Klick auf X-Ray Goggles wird wieder diese Funktion auf diese Seite angewendet, und du siehst, du kannst jetzt ganz leicht einfach den Titel ändern. Natürlich müsstest du dann konsequenterweise überall Napoli durch Palermo ersetzen. Da musst du halt den Text genau lesen. Genauso das Bild, dieses Bild hier ersetze ich durch ein anderes Sportbild, natürlich durch eine andere Sportart. Ja, nehmen wir vielleicht dieses hier. Mit Bild ansehen wird mir wieder die Adresse eingeblendet. Ich kann sie kopieren, Befehl C, und jetzt klicke ich also auf dieses Bild und ersetze diese Bildadresse, die hier drin steht, durch meine. Ich habe es nicht ganz erwischt. Du siehst schon, in der Vorschau hat es geklappt. Mit Save Changes ist diese Seite schon recht hübsch manipuliert. Ja, und damit wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß bei deinen weiteren Website-Manipulationen.